Ich stehe hier inmitten meiner Angel-Skulpturen-Serie und ich dachte, ich sag mal ein paar Worte darüber. Hintergrund der ganzen Serie ist die Tatsache, dass 2017 meine Frau Ann-Sophie gestorben ist und ich danach erstmal mein Leben auf Pause gesetzt habe und um die Welt gereist bin. Auf der Reise sind dann tatsächlich erste Skizzen und Ideen zu dem entstanden, was jetzt hier als Skulpturen die Angels sind. Gestalterisch und konzeptionell ist es jetzt so, dass es jeweils Frauengestalten sind, relativ abstrakte Frauengestalten, deren Flügel aus Texten bestehen, mehr oder weniger deutlich zu lesen und zu erkennen. Broken Dreams, sitzende, sich auflösende Frauengestalt, in deren spiralisierenden Flügeln der Text steht, in good times and in bad, till death do us part. Meine Überlegung dazu, in guten wie in schlechten Zeiten, bis das der Tod uns scheidet, kann man ja auch auf sich selbst anwenden. Körper, Geist und Seele, die fest miteinander verheiratet sind. Und in dem Fall gibt es auch keine Scheidung, sondern nur den Tod. Und ich denke, man ist gut beraten, da mit sich selbst eine möglichst gute Ehe führt, sich gut kennt und gut mit sich auskommt. What would you do if you would die tomorrow? Bisschen entstanden aus dem Eindruck raus, zusehen zu müssen, wie jemand, den man gut kennt und liebt, sich einfach auflöst oder immer weniger wird, immer ätherischer vielleicht. Ich habe mich am Ende eben entschieden für den Text. Was würdest du heute tun, wenn morgen dein letzter Tag wäre? Ich denke, das ist relativ selbsterklärend und klar. Und ich finde es wichtig, ab und zu mal zu prüfen, ob man das, was man im Alltag lebt, sich allzu sehr davon entfernt hat, was man tun würde, wenn man nur noch kurze Zeit zu leben hätte. Weil ich glaube, dann ist man gut beraten, da nachzubessern, anstatt die guten Dinge auf die ferne Zukunft zu verschieben, von der keiner weiß, ob sie für einen selbst je kommen wird. Ein Mensch ist in seinem Leben wie Gras, er blüht wie eine Blume auf dem Felde. Wenn der Wind darüber geht, so ist sie nimmer da und ihre Stätte kennet sie nicht mehr. Dieser Text, er hat mich einfach immer stark berührt. Das fand ich irgendwie einen krassen Satz und habe mich da auch schwer mitgetan, mit dieser Absolutheit. Wenn der Wind darüber geht, ihre Stätte kennen sie nicht mehr, dann ist man weg und dann kräht kein Hahn mehr nach einem. Fand ich eine sehr krasse Aussage, aber so ist es wahrscheinlich tatsächlich. Und vielleicht, genau, sind wir alle nicht so wichtig, wie wir denken, dass wir sind. War schön mit dir. Hintergrund ist, das ist so ein Text, den ich und Ann-Sophie uns gefühlt hunderte Male auf unseren Abschiedszetteln kurz noch auf den Tisch gelegt haben, wenn ein gemeinsames Wochenende vorbei war oder so. Und es war immer schön. Und die Frage, die man sich vielleicht stellen kann, ist, wenn man sich am Ende seines Lebens ein Zettelchen selber schreiben würde nochmal,
würde da draufstehen. War schön mit dir. Hoffentlich. Und wenn nicht, warum nicht? Always remind yourself that you already are part of a larger story. War tatsächlich ein Text, der, wenn ich irgendwo im Radio, Podcast oder sonst wo gehört habe, als ich die Skizze dafür gemacht habe. Und es schien mir passend, auch wenn ich es nicht wirklich genau erklären kann. Aber es schien mir irgendwie tröstlich zu sein, dass wir Teil oder dass wir schon Teil einer größeren Geschichte sind. Vielleicht auch ohne, dass wir uns anstrengen oder irgendwas Tolles leisten, sondern wir sind schon da, wir haben schon unseren Platz, Teil einer Geschichte, hoffentlich einer guten. Um das Projekt rund zu machen, habe ich noch ein Buch drucken lassen, eigentlich erstmal nur für mich und für alle, die es interessiert. Das sämtliche Fotos enthält sehr viele Skizzen und digitale Zwischenstufen, die so ein bisschen zeigen, wie meine Arbeit aussieht. Das Buch gibt es als gedruckte Variante und als E-Book, sowohl für Kindle als auch PDF.